mein Ritual am Abend beim Nachtessen ist immer ein Glas Wein. Außer wenn ich mal so verkältet bin, dass ich Hagebuttertee trinke. Aber sonst habe ich nicht allzu viele so Gewohnheiten oder Ritual gehabt. Selbstverständlich beim Reporter hatte ich eins gehabt, das ist das Bekannte gewesen. CSE 5, Davos 3. Im Moment habe ich natürlich ein bisschen geschumpft mit ihm. Man hat gedacht, ich könnte dich ein bisschen mehr anstrengen. Und dann habe ich gesagt, nu, wir gehen darüber hinweg. Dienstag ist wieder Training. Und da tun wir dann ein bisschen praktisch über deine Fehler reden. Das ist richtig. Ich bin ein positiver Mensch. Negative Leute mag ich gar nicht so gut. Weil ich sage immer, das Leben ist so kurz. Warum dann negativ eingestellt sein? Man kann ja alles ein bisschen positiv sehen. Wie nach einem alten Motto, für den einen ist das Glas halb leer, für mich ist es immer halb voll gewesen. Ich sage immer, das Leben ist ja so kurz, dass wir eher die positiven Seiten geniessen, wie die weniger positiven erleiden. Nein, aber nie durab. Das ist wichtig. Ja, richtig. Ja. Und eigentlich, wir haben ein höchstes Level gehabt und das haben wir dann einfach behalten. Sehr gut. Ja. Aber das ist sicher auch nicht so einfach. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, was dein Erfolgsrezept ist dort? Nein, kann ich nicht sagen. Es hat einfach alles gestimmt. Also von Anfang an die richtige Wahl getroffen? Ja, und die richtige Wahl getroffen. Und auch da natürlich immer ein bisschen eine positive Einstellung gehabt, was ich dann auch auf Margret übertragen habe, wo mehr ein bisschen sachlicher veranlagt ist. Ich bin manchmal ein bisschen zu optimistisch, dann holt sie mich wieder oben runter aufs normale Level. Das ist richtig, oder sagen wir ein bisschen feiner, nicht ganz falsch. Ich bin immer gerne im Mittelpunkt gewesen, habe aber immer gewusst, dass man sich nicht stellen darf im Mittelpunkt. Sondern wenn man jemand ist, soll man es ein bisschen eher ruhig geniessen. Darum habe ich auch, wenn ich mit Leuten rede, durch sehr viele Fragen, interviewmässig. Und das gefällt vielen, dass nicht immer ich rede und erzähle, sondern mich auch interessiere für mein Gegenüber. Ich komme natürlich auch noch ein bisschen aus meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit als Verkäufer her. Dort hat man ja müssen den Kunden gross werden lassen und nicht sich selber gross stellen. Grundsätzlich gilt ja überall, wenn man Freude daran hat, dann macht man es gut. Und weil ich immer Freude kann an diesem Job, habe ich es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gemacht. Aber einen speziellen Grund, warum ich jetzt das so machen wollte, kenne ich eigentlich nicht. Und ich habe mich auch nie verstellt. Ich habe mich einfach so gegeben, wie ich das sonst auch machen würde. Und offenbar ist das gar nicht so schlecht angekommen. Schlechte Tage, sagen wir etwas weniger gute. Schlecht ist bei mir gestrichen. Darum ein kleiner Tipp, alle immer positiv denken und über das Negative hinweggehen. Ja, gibt's auch. Ja, gibt's auch. Ja. Dann gehe ich in mich, will auch nicht gross darüber reden und versuche, so schnell wie möglich vom Negativen wieder ins Positive zu kommen. Aber in der heutigen Zeit gibt es natürlich auch Momente, wo man etwas nachdenklicher wird. Besonders mit 85 weiss man ja, ich lebe auch nicht mehr 50 Jahre. Darum muss ich es noch etwas mehr geniessen und noch etwas mehr konzentrieren auf die positive Seite. Ich bin also mit zunehmendem Alter eher noch positiver geworden wie negativer. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite. Und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.